So. Dam, dam. Dam, dam. Nein! Hast dich verbaut. Ach, die blöde. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Holz für das letzte Stück oder was? Was gibt's? Nein! Aua! Da war ich schneller unten, als mir lieb war. Aber was ich dieses Jahr am schönsten fand, wie du zu Hause warst. Ja, das stimmt. Ja, es war angenehm auch für mich. Also ich konnte arbeiten gehen und hatte nicht immer so Uhr. Naja, was ist, Kurze muss vom Kindergarten geholt werden. Schnell. Ja. Ja, das. Das war schon angenehm. Das glaube ich gerne. Würde ich auch gerne weiter so halten, wenn ich beruflich gegebenenfalls umschwenken könnte. Genau. Ja, okay, dann wäre es auch so, weil dann würde ich sagen, du holst Kind ab und ich gehe arbeiten. Also auswärts arbeiten. Gehst ja dann auch arbeiten. Und zu Hause. Genau. Dann hätte ich den Vorteil, könnte sagen, ey, weißt du was, du holst heute Kinder ab, ich bin zum Beispiel arbeiten oder weil ich ja nächstes Jahr auch noch was vorhabe. Und was umsetzen möchte. Aber brauche ich im Moment nicht so lange noch Corona. Ja, das ist. Ist leider blöd. Oh nein, wir gehören nicht zu der Fraktion mit Corona, Scheiße, oder Corona gibt es gar nicht. Also ich würde ja gerne noch eine Ausbildung im alten Bereich machen, aber im Moment ziemlich schwierig. Die armen alten Leute tun mir jetzt schon leid, aber naja. Ey! Schon bin ich gar nicht, ich mach das voll gerne, komischerweise. Ja, frag die alten Leute mal, ob die mit dir gerne zusammenarbeiten. Was? Manchmal ist das so ein kleines Piep, doch. Echt. Das ist immer so gemein. So schlimm bin ich gar nicht. Es die ist schlimmer. Quatsch. Wenn ich dich manchmal reden höre, ne, dann kündige ich echt. Vor Freude weinen. Nee, da kann ich dir ins Gesicht hauen. So. Häusliche Gewalt? Das ist mir egal. Ja, na, aber ich habe ja auch noch was vor und. Nein, Büro. Ich mach lieber sowas wie Betreuung von alten Leuten, die nicht mehr alleine können. Der fragt mich denn, ich kann auch nicht mehr alleine. Soll ich mit dir auf den Pott gehen? Nee, ich gehöre auch dazu, zum Beispiel. Das ist also, hör mal, Opto. Renn, heim. Aber ich. Haus. Ich möchte ja auch gepflegt werden, wenn ich irgendwann alt bin. Und deswegen finde ich den Buch eigentlich ganz toll. Dich schicke ich ja eh ins Altenheim, wenn du nicht mehr kannst. Das war mir klar. Quatsch. Das würde ich eiskalt machen. Hört genau das, was sie gesagt hat, das wird passieren. Quatsch. Das wird passieren. Quatsch. Ihr habt es alle gehört, ich habe Zeugen. Stimmt gar nicht. Ja gut, es gibt in aber Bild und Ton. Es gibt Situationen, wenn ich jetzt süchtig bin und du nicht mehr kannst. Ich auch, schon längst. Dann darfst du gar nicht mehr. Es gibt ja Situationen, wenn der Partner halt nicht mehr so kann und du kannst aber eigentlich ab einem gewissen Alter ja auch nicht mehr so wie früher. Ich kann dann darfst alles. Du ja gar nicht mehr. Dann darfst du nicht mehr zu Hause fliegen. Dann wird dir das eigentlich das Recht genommen. Ich kann alles. Ja, du kannst alles, ich weiß. Nein, aber es ist ja wirklich so, dass haben wir ja selber schon erlebt. Ja gut, das stimmt. Ja? Jo. Da kannst du wollen, was du willst, wenn man sagt, nee, aus medizinischer Sicht sind sie nicht mehr in der Lage. Ja. Ist manchmal doof. Das stimmt. Warum höre ich denn gerade hier ein Hühnchen?
Hier läuft ein Hühnchen frei. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, oder du holst dir eine Russin oder so, aber da musst du wieder ein Haus haben. Nee, Matschka! Maska, Matska, mach keine Ahnung. Ja, Matschka. Den Russen so, dann geht das, aber dann brauchst du wieder ein Haus, weil die brauchen ein eigenes Zimmer. Ich kann bei mir im Bett schlafen, wenn er ein hübscher ist. Ach du Mann, du weißt, was ich mache. Ja, aber das ist ja wirklich so ein Raum und das hat ja nicht mehr jeder. Also nicht jeder besitzt mehr ein Haus. Man bleibt dir nur eine Wahl, weil dann kriegst du deinen Partner nicht mehr mit nach Hause. Dann wird gesagt, entweder oder. Oder dein Mann. Das stelle ich mir auch doof vor. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ganz ehrlich, stell mir das auch blöde vor, wenn du deinen Ehemann, weil du es selber nicht mehr schaffst, ins Pflegeheim gehen musst. Also du wirst ja dann gedrängt. Also dir bleibt ja nicht viel Wahl. Ja, richtig. Nur weil du jetzt kein eigenes Haus besitzt oder kein Haus hast. Das ist schon doof. Finde ich traurig eigentlich. Ist es auch eigentlich, ja. Dann kann man leider nichts ändern, zum Teil. Nö, wollte ich gerade sagen. Das sind leider Vorgaben, die da sind. Das aber auch als Arzt oder, na klar, der Arzt bestimmt das ja sehr schwierig vor, wenn du das bestimmen musst. Also ja, ja, klar. Nee. Und das dann eine ältere Dame. Und ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Also das würde ich auch nicht machen wollen. Nö. Natürlich, die sind ja auch Menschen und die fragen sich auch, weil selbst die sind ja irgendwann nicht mehr in der Lage, ich glaub, ihre Partner zu pflegen. Und müssen dann so auch selber dadurch. Also ich glaube, wieso hab ich hier Pillager? Es gibt's doch nicht. Ich hab hier keine. Danke der Nachfrage. Ich aber. Ja. Alter. Jeder hat, was er verdient, wo? Das war jetzt gemein. Mist. Also, glaube ich, das fände ich auch sehr, sehr schlimm. So, mal einmal abzählen hier. 1, 2. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Das hieße genau hier. Du wärst außerdem froh, wenn du mich los wärst. Auch, ja. Sag ich doch. Jetzt wissen's Grund. Ich kann nie mehr. Ich bin zu alt. Die Alte geht mir doch eh schon auf den Sack. Nee, 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 du. Obwohl, ganz ehrlich, ich finde das immer so süß, wenn die irgendwie so ganz alte Paare zeigen, die schon so ewig lang zusammen sind, ne? Das sind da gerade süß. Der Alte kann halt nicht mehr weg. Nein. Hoch, das ist die Wahrheit. Das ist manchmal auch sehr süß. Wenn er nicht mehr weg kann. Und gefesselt wird von seiner, ja, klar, angeblich holden, lieben Frau. Keiner wird gefesselt. Natürlich. Das gibt ihr Damen nur nicht zu. Hier wird keiner gefesselt. War doch nicht so ein Sack. So scheiße. Labersack, so, das wollte ich eigentlich sagen. Psst.
So. Finde ich irgendwie immer süß. So alte Leute, die so, so niedlich. So. Das wollte ich. Das ist kacke. Eine Idee. Zum Beispiel, ich hab doch so gucken. Gutes Zeug. Vielleicht sieht das besser aus. Das sieht besser aus. Nein, ich habe keinen Bruchstein mehr. Gibt's ja nicht. Ah, ich habe hier noch Bruchstein. Gott sei Dank. Lass mich echt noch zurückreisen, damit ich nochmal Granit habe. Was war das denn? Wer teleportiert denn hier? Ja, ich brauch Bruchstein. Weißt du, wie weit ich hätte laufen müssen? Ja, und? Nee, nicht Bruchstein, ich brauch Granit. Granit? Das habe ich hier massig, da müsste ich es mal. So, ab durch die Piratenhöhle. Ich muss mal eben zu meinem anderen Haus. Sehen noch stinkende Fee hier rumlaufen. Kalte Bubble, du Arschgesicht. Meiner Minimap. Ja, schön. Wo haben wir Granit? Granit. So, jetzt kann ich wieder zurück. Wird ja schon wieder Nacht. Kann ich besser hier pennen gehen. So, achso. Ich liege. Ja, ich hab grad was geguckt. Machen wir erstmal. Ich liege auch. Mit dem Barren in der Hand.
Was fandest du denn dieses Jahr am schönsten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Klingt das traurig? Klingt das böse? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich bin ja eh jemand, der das meist das Negative so mehr in seinem Schädel hat als Positives. Ich kann es echt nicht sagen. Tut mir leid. Man möge mir verzeihen. Ich bin eher der Negativdenker. Das sieht scheiße aus. Nicht so schlecht. Das sind die Ecke. Zeitlich. Genau. Too much. Ich sag mal, wenn du jetzt nicht negativ denken würdest. Was ich ja tue. Also über die Zeit mit mir auch schlecht. Die immer. Wird ja geschunden, geschlagen. Das ist ein Labersack. Nein, natürlich jetzt. Jetzt ist er mit dir schön. Darf er jetzt auch nichts anderes sagen, sonst werde ich ja geprügelt. Siehst du, genau das meine ich. Ich will eigentlich einen Dreier wie hier haben. Flup, flup. Nein, ich weiß, ansonsten, wenn er jetzt nicht auf. Gehe ich ja mal von aus, dass die Zeit mit dir schön ist. Ja. Hoffe ich ja. Ja, nur, so ein normales wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ey, gut, wir sind ja auch lange verheiratet. Wenn das jetzt nicht mehr schön wäre, dann wäre ich auch ein wenig deprimiert. Dann sei mal deprimiert. Hier ist nicht schön, dein Quatsch. Ja. Also mir heute wieder aufgefallen, wie schnell hier ruhig so manches ist. Man denkt so, Also ich bin schon glücklich. Das, was ich habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem, was ich habe. Ist da jemand müde? Ja, ein bisschen. Alter, ein bisschen. So ein wenig. Aber nicht du. Was denn? Aber nicht du, meine ich jetzt dich damit. Ach so. Das sieht bestimmt gerne aus, wenn hier. Ja. Das sieht mega aus. Ich glaube, hat mich hier auch. Du. Das Leben ist sowieso immer anstrengend. Nein, Quatsch. Aber heute war echt so ein bisschen so. Ein bisschen anstrengender als gedacht. Ja. Dann noch heute verpennen, das ist auch ganz toll. Ja, ein bisschen viel in letzter Zeit gewesen. Ja. Ah gut, wir haben es ja noch irgendwie alles. Ja. Hingekriegt. Hinbekommen. So.
Na, ja doch alles noch so funktioniert. Ja, klar. So, liebe Fee, ich aber ich glaube, wir sollten jetzt gleich auch mal leider wieder. Ja. Was habe ich mal mehr gequatscht als sonst? Ja, stimmt. Jetzt bin ich immer so still. Ja, was haben wir heute so wohl? Ich mache mir ja schon mal Gedanken. Hier. Quasi. Weil ich mit dem alten Mann noch anzufangen. So generell macht man sich ja dann doch schon mal Gedanken. Ja, klar. So war dies und das und jenes. Macht sich echt ja sagen, eigentlich jeder, oder? Sollte man. Ob jetzt jeder sich Gedanken wirklich macht, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Stimmt. Aber man sollte ja. Das ist ein wenig hinaus. So. Also manchmal macht man sich ja schon, wie die Zukunft aussehen soll, wie. Was weiß ich. Bin ich überhaupt glücklich? Bisse? Nein, bin ich überhaupt nicht. Die alten stinkenden Sack. Manchmal laberst du einen Scheiß. Auch. Nein. Doch, ich bin eigentlich sehr glücklich. Ich habe nichts auszusetzen. Das ist schön. Ich jetzt irgendwas da reinhauen nachher. Das sieht cool aus. Tick. Oh. Mist. So, liebe Faye, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Liebe Freunde, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und glücklich sein und glücklich machen. Wir sind hier, ja, wie man langsam so sieht, es soll eine Art Hafen darstellen, auch wenn man vielleicht nicht ganz so erkennt, dass es ein Hafen sein soll. Was? Ich komme mal demnächst gucken. Genau. Vielleicht fällt mir ja noch was ein, was man vielleicht so ein bisschen umbauen könnte. Das ist ja. Wie gesagt, soll einen Hafen darstellen. Ich habe sowieso gemeint, aber vielleicht habe ich ja Ideen, dass es doch mehr nach Hafen aussieht. Wenn du sagst, dass dir das so vorkommt, als ob das nicht so aussieht. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein riesen Gebäude mit einem riesen Vorhof gerade aktuell. Ist noch natürlich nicht fertig, aber ja. Ne? Ja, wir gucken einfach mal. Die Idee sollte man kennen irgendwoher. Wie gesagt, ich habe es mir natürlich jetzt nicht komplett hundertprozentig abgeguckt, um das nachzubauen. Das natürlich nicht, sondern ein bisschen in Eigenregie gearbeitet. Ja, das sowieso. Das machen wir generell. Also natürlich, wir lassen uns inspirieren von den ein oder anderen Situationen. Aber die Ideen kommen ja trotzdem von uns selber. Genau. Wie gesagt, ist ja auch ganz zu einem anderen Platz, an einer anderen Location gebaut, etc. Auf jeden Fall, gut. Freunde, vielen lieben Dank und ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.